Hallo, mein Name ist Jürgen Fröhlje und leider melde ich mich heute wieder mit einem Video, weil ich mich wieder geärgert habe. Ich bin sehr interessiert an Politik und habe mir heute mal die Bundestagsdebatte angehört. Und das war leider so, dass unter anderem eben auch ein Thema auf dem Tisch war, und zwar der Bericht vom Bundesrechnungshof über die Energiewende. Der ist ja ziemlich katastrophal für die Regierung, und darüber ist heute im Bundestag unter anderem diskutiert worden. Und was mich jetzt wirklich richtig aufregt, das ist, dass die Regierungsparteien eine derartige Arroganz an den Tag legen, dass einem schon schlecht werden kann. Da wurde von einer Abgeordneten gesagt, ja, kein Wunder, der Leiter von dem Bundesrechnungshof hat ja das falsche Parteibuch in der Tasche. Eine andere Abgeordnete sagte, ja, ich wusste gar nicht, dass sie außer mit Zahlen auch mit Genehmigungsverfahren und Energie und Umweltschutz und so weiter sich auskennen. Das heißt, es ist in keiner Rede gesagt worden, ja, die haben recht, wir müssen gucken, dass wir da nachbessern oder sonst was machen, sondern man hat versucht, den Bundesrechnungshof in einem ganz schlechten Licht darzustellen und zu disqualifizieren und praktisch den Eindruck zu vermitteln, die haben ja alle keine Ahnung. Ich bin kein Freund der AfD und ich würde sie auch nicht wählen, aber ich frage mich langsam, wen können wir denn überhaupt noch wählen in diesem Land? Weil die Regierungsparteien, das ist ja schon lächerlich, was die dort veranstalten. Und da wird das Volk für dumm verkauft. Es wird eine Energiewende durchgezogen, die ja, die einfach unverschämt ist. Ich bin Rentner mittlerweile und muss mir überlegen, am Monatsende fahre ich zur Tankstelle und tank mein Auto voll oder gehe ich in den Supermarkt und kaufe noch was zu essen ein. Also es ist ein echtes Problem, weil die Energiewende hat ja eine ganze Reihe von Problemen nach sich gezogen. Das heißt also, Strompreis ist gestiegen und Heizungskosten sind gestiegen. So, und wenn ich Lebensmittel produziere, dann habe ich ja auch erhöhte Strompreise, ich habe erhöhte Einkaufspreise. Das muss ja auch weitergegeben werden. Das heißt, diese Energiewende kostet ja nicht nur uns den doppelten Strompreis wie vor der Wende, sondern es ist letztendlich so, dass ich heute fast 100% mehr für meine Lebensmittel bezahle als noch 2019. So, und gut, jetzt wird einer sagen, ja, aber da ist ja auch ein Krieg gewesen, da ist Corona gewesen, alles dummes Zeug, weil in anderen Ländern ist es anders gelaufen. Und deswegen kann mir keiner erzählen, dass unsere Bundesregierung hier an weltweiten Problemen zu knabbern hat. Nein, das ist hausgemacht. So, und wenn dann die Rente um 3% erhöht wird und gleichzeitig aber die Lebensmittel um 20% teurer werden, dann habe ich irgendwann nicht mal mehr das Geld, um die Miete zu bezahlen. Dann wird irgendwann die Miete teurer sein als das, was ich an Rente bekomme. Sollen wir dann verhungern oder wie sieht das aus? Weil ich habe ja keine Mini-Rente, ich liege ja im mittleren Bereich. Und trotzdem ist es so, dass ich kaum über die Runden komme. Was soll ein Rentner sagen, der keine 1.000 Euro Rente hat und vielleicht 800 Euro Wohnungskosten? Der ist vom Amt abhängig. So, und dann, wenn dann eine Organisation, deren Aufgabe ist, genau das zu prüfen, einen Prüfbericht vorlegt und die Politik nichts anderes zu tun hat, als jetzt die Organisation ins Lächerliche zu ziehen. Anstatt sich selbst mal die Frage zu stellen, ja, was haben wir denn falsch gemacht? Können wir vielleicht irgendwo zurückrudern? Müssen wir vielleicht irgendwas anders machen? Nein, da wird diese Organisation ins Lächerliche gezogen. So, und jetzt müssen wir uns wirklich überlegen, wen wählen wir bei der nächsten Wahl? SPD kommt nicht in Frage.
FDP, habe ich bis auf zwei Ausnahmen mein Leben lang gewählt, kommt nicht mehr in Frage. Grüne kam noch nie in Frage. AfD kommt auch nie in Frage. Was ist denn da noch? Nichts. Wir haben ja nichts, was wir wählen können. Ich hoffe, dass da einige Dinge sich noch verändern. Es gibt da so ein paar regionale Parteien. Eine kommt oder ist sehr aktiv in meiner Heimatstadt in Bremen. Ich hoffe, dass die noch ihre Organisationen so weit ausbauen können, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl dabei sind, weil wir brauchen eine konservative Politik, die aber den Menschen dient und nicht irgendwelchen Ideologien. Gut, jetzt habe ich mir Luft gemacht. Jetzt kümmere ich mich wieder um meine technischen Dinge für den Verein. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal dann, wenn ich mal wieder Frust habe und den bei euch abladen will. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.